Es ist ein aufdringlich, wenn man meint, man muss am 1. August unbedingt laut geben. Ich mache das trotzdem. Am 30. November steht mit Ecopop eine Horrorinitiative zur Abstimmung in der Schweiz. Die Debatte und die Kampagne, das geht los nach der Sommerferien, also Ende August, das heisst schon ziemlich gleich. Liebe GOMS-Mitglieder, Damen und Herren, und falls irgendjemand per Zufall in dem Video gelandet ist, GOMS steht für Gesellschaft offener und moderner Schweiz. Der Name ist Programm. Was will die Ecopop-Vorlage? Die hat zwei Seiten. Einerseits sagen die, das Bevölkerungswachstum durch Zuwanderung darf nur noch 0,2% betragen. Also nur noch 0,2% Zuwanderung, was eine massive, radikale Abkehr ist von all dem, was wir bislang in der Schweiz gehabt haben. Es ist viel radikaler als alles, was zum Beispiel die SVP mit ihrer Masseneinwanderungsinitiative wählen hat. Die Ecopopler sagen, ja, das ist nötig wegen der Umwelt, weil wenn weniger Leute kommen, dann geht es unserer Umwelt besser. Der zweite Punkt, den die Initiative in der Verfassung will schreiben, ist, dass 10% von der Entwicklungshilfe zwingend in Familienplanung eingesteckt werden müssen. Dort sagen sie, ja, wenn es in der dritten Welt weniger Leute gibt, dann ist das auch gut für die Ökologie des Gesamtplaneten. Wir machen nicht nur etwas bei uns, sondern auch noch bei denen in der dritten Welt. Wenn man die Vorlage salopp ausdrückt, könnte man sagen, Ecopop sagt, Grenzen möglichst dicht und Pariser in die dritte Welt und dann geht es der Umwelt besser. Das ist natürlich alles kompletter Unsinn, kompletter Nonsens, kompletter Quatsch. Warum? Bei dieser Frage mit der Zuwanderung und dem Zusammenhang mit der Ökologie ist auch der Punkt, es gibt nicht Ökologie nur in einem Land. Ob beispielsweise eine deutsche Medizinfachkraft in Zürich wohnt, in Stuttgart oder in Bilbao, hat auf den CO2-Ausstoß, den die Person verursacht, keinen allzu grossen Einfluss, hat auf den Ressourcenverbrauch keinen allzu grossen Einfluss. Es ist ein Unsinn zu meinen, es gäbe Ökologie nur in einem Land. Und das, was wirklich macht, dass ökologisch immer etwas passiert, das ist der ganze politische Kriechraum, Knochenbüetz, wo man darum streitet, wie viel Schadstoffausstoß zum Beispiel ein Auto darf haben, wo man darüber streitet, wie viel man Auto fahren soll, wo man darüber streitet, was man wie besteuern soll, halt all die Sachen, wo konkret die Schweiz und andere Länder in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, aber das ist nicht etwas, was man mit Zuwanderung machen kann. Auch der zweite Teil der Initiativen ist Unsinn. Man weiss, dass Geburtenraten in der dritten Welt, wenn man die senken will, dann muss man das machen über das ganze Bündel von Massnahmen. Es langt nicht Familienplanung allein. Es braucht zum Beispiel eine gewisse medizinische Grundversorgung, dass Kinder auf die Welt kommen, nicht gerade wieder sterben. Es braucht eine gewisse Ausbildung bei den Frauen. Das ist eines von der ganz wichtigen Instrumenten, wenn man Geburtenraten will runterbringen. Und wenn man schaut, dann sind sehr viele Länder dort schon sehr weit gekommen. Beispiel Bangladesch, eines von den ärmsten Ländern, hat in den 80er Jahren eine Geburtenrate von 7 Kindern gehabt. Heute hat Bangladesch eine Frau 2,2% Kind. Also das ist nicht wahnsinnig viel. Und das ist aber zustande gekommen durch einen ganzen Mix. Und wenn man die Statistiken anschaut, kann man sagen, das Bevölkerungswachstum auf der Welt, das geht weiter, das ist richtig. Der Punkt ist aber der, das geht nicht weiter, weil die Geburtenraten so wahnsinnig hoch wären, sondern es geht vor allem auch weiter, weil wir länger leben als früher. Und das ist eigentlich eine relativ positive Entwicklung. Die Frage ist selbstverständlich, wie man es schafft, dass all die Leute ernährt werden, dass die anständig leben, dass man den Planeten nicht im Chaos hinterlässt. Aber wer meint, man könne Nachhaltigkeitsprobleme mit, über Geburtenraten regeln, der ist auf dem Holzweg. Quatsch ist Ecopop auch, weil es eine Katastrophe wäre für die Bedürfnisse der Schweiz. Es wäre eine Katastrophe für unsere Wirtschaft.
Wir brauchen an allen möglichen Ecken und Enden brauchen wir Spezialisten, brauchen wir Leute, die uns helfen. Sonst funktioniert es da nicht allzu gut. Und wenn man das Gefühl hat, mit dem Abwürgen vom Wirtschaftswachstum wäre die ökologisch dann alles besser, ja, dann kann man mal nach Portugal schauen oder nach Griechenland, wie toll es dort der Ökologie geht. Und man kann dann auch noch schauen, wie viel Support ökologische Anliegen haben in einem Land, wo massiv unter ökonomischem Druck steht. Unsinn und ein Quatsch ist Ecopop auch, weil es Freiheit beschränkt. Es beschränkt die Freiheit, eben, dass man Leute kann anstellen kann. Es beschränkt die Freiheit, dass man einen Partner, der aus dem Ausland kommt, kann mitnehmen kann. Es beschränkt die Freiheit, dass man Flüchtlinge aufnehmen kann. Es beschränkt die Freiheit, dass interessante Leute an unseren Unis studieren und lehren, dass interessante Künstler in die Schweiz kommen, dass interessante Leute kommen. Also es beschränkt ganz massiv Freiheiten von einer modernen, offenen Gesellschaft. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt. Es geht ein Riss durch die Schweiz. Man hat auf der einen Seite eine moderne, eine offene, eine zukunftsgerichtete Schweiz. Und auf der anderen Seite hat man die Ecopop, die eine vernagelte, geschlossene und reaktionäre Schweiz ist. Und damit vielleicht noch zu dem Punkt, oder? Es gibt immer die Auseinandersetzung, dass Ecopop in einen braunen Ecken hineingestellt werden. Ich sage immer, nein, das sind wir nicht, das sind wir nicht. Das Gericht hat letztens befunden, dass ein SVP-Politiker ungestraft darf sagen, die Leute von Ecopop sind Birkenstock-Rassisten. Und der Grund, warum man Ecopop immer dort ansiedelt, ist einerseits in der Geschichte. Also Leute, die in der es ist eine Fortsetzung von der Schwarzenbach-Bewegung, die in den 70er Jahren hat wollen, die Italiener aus der Schweiz rausrühren, wie man gesagt hat, die sind wesensfremd und der Schweizer leidet. Der Schweizer leidet, wenn er muss die Italiener tragen. Vom Schwarzenbach ist das dann übergegangen in die nationale Aktion für Volk und Heimat. Das war eine Partei, die vor allem gegen die Überfremdung gekämpft hat, ganz rechter Rand. Die haben genau gleich argumentiert gesagt, ja, kein Ausländer, kein Italiener, dann geht es der Umwelt besser. Das ist dann irgendwann gekommen. Der Mann, der diese Argumentation in der NA verankert hat, der Valentin Oehen, war jahrelang der Chef der NA und er war gleichzeitig der Vizechef von Ecopop und hat maßgeblich die Statuten geschrieben, die bis heute nicht sehr viel anders sind. Es hat letztens, habe ich noch einmal gelesen, dass der Jean-Jacques Heck Ecopop, wenn ich es richtig gelesen habe, wieder beitreten ist. Jean-Jacques Heck ist der ganz rechte Rand von der ganz rechten NA. Also die personellen Geschichten sind dort klar. Und dann ist halt einfach so die Argumentationslinie. Es hat zu viele Leute, man muss die Leute draussen behalten, dann wird alles besser. Das kommt jetzt nun halt Gottes Namen mal von dem rechten und von dem braunen Rand. Also von dort her ist das Argument richtig und das ist auch ein Grund, warum man sich gegen die Organisation muss wehren. Jetzt kann man sich fragen, hat das so eine radikale Geschichte, hat das überhaupt irgendeine Chance? Das Problem ist, es gibt vier Gruppen von Leuten, die anfällig sind. Das ist einerseits mal die SAP-Basis, auch wenn die Spitze, wie jetzt gesagt hat, sie sind dagegen, die SAP-Basis und die ganzen Xenophoben in der Schweiz, also all die Leute, die das Gefühl haben, wir sind überfremdet, oder interessanter, wie es meistens dort wohnen, was gar nicht so wahnsinnig viele Ausländer hat. Zweitens gibt es einen Teil von den Grünen. Die Grünen-Spitze ist völlig klar. Es gibt einen Teil von den Grünen, zum Beispiel die Tessiner Grünen, die schon für die Masseneinwanderungsinitiative der SAP waren. Dort ist es gut möglich, dass die sich auch für Ecopop aussprechen werden. Es gibt auch viele Leute, die Grün wählen, die so ein bisschen finden, ja, aber es gibt doch immer zu viel und der böse Kapitalismus, der macht, dass irgendwelche Leute daher kommen, gehen leben und dann baut man noch mehr Häuser und so weiter und so fort. Also das gibt es. Das Gleiche gibt es auch bei Leuten, die wachstumskritisch sind. Es gibt also die ganze Strömung von der Décroissance-Bewegung, die aus Frankreich kommt, die so eine sehr radikale Wachstumskritik hat. Wenn man das liest, tönt das zum Teil sehr ähnlich wie Ecopop. Jetzt die Spitze von Décroissance in Bayern, die haben das Papier verabschiedet gegen Ecopop. Hoffentlich ist ja eine linke Bewegung. Das heisst aber nicht, dass es auch Sympathisanten von der Décroissance-Bewegung gibt, die für die Ecopop
sein werden. Es gibt zum Beispiel den Guggenbühl, das ist ein Umweltschutzjournalist. Dann gibt es den Gasche, der ehemalige Kassensturzchef. Die haben zusammen ein Buch geschrieben gegen das Wachstum. Also sie sagen, man muss etwas Nachhaltiges machen, wo es kein Wachstum gibt. Und die beiden flirten immer so ein bisschen mit dieser Ecopop und haben sich bis jetzt also noch nicht klar distanziert. Also auch aus dem Ecke gibt es und wird es diverse Leute geben, die die Ecopop unterstützen werden. Dann gibt es noch, weiss man, aus Umfragen, zum Teil Frauen sind ein bisschen anfällig, weil sie glauben, das ist doch etwas Gutes, wenn man in der dritten Welt Familienplanung macht, das hilft den Frauen. Das stimmt, aber es langt einfach nicht, wenn es nicht eingebunden ist in eine grössere Geschichte. Also aus diesen Gründen ist die Initiative nicht ungefährlich. Sie haben auch Aushängeschilder wie der Thomas Minder, der Rock, das ist ein ehemaliger Direktor vom BUWOL, Bundesamt für Umweltschutz, Wald und Landwirtschaft. Sie haben ein paar recht bedeutende Köpfe mitziehend und von dort her dürfen wir das nicht unterschätzen. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt, warum es wichtig ist, dass man die Ecopop bekämpft. Je nachdem, wie die Abstimmung rauskommt und wie hoch die abgelehnt werden wird, das gibt dann wieder, wird mithelfen bei der Ausmarchung darum, wie man die Masseneinwanderungsinitiative der SVP konkret anwendet. Also es geht nicht nur um die Ecopop, die ablehnt, sondern die Höhe wird mithelfen, wie sieht die Schweiz künftig aus und weil das eben so eine Grundsatzfrage ist, sind wir ein offenes Land oder sind wir ein reaktionäres, geschlossenes Land, ist es so wichtig, dass man sich gegen die Ecopop wehrt und das ist der Grund von meinem Sermon, dass ich mich freue über alle, die irgendwo etwas machen. Ich freue mich über alle, die GOMS beitreten. Ich freue mich über alle, die an anderen Ecken etwas anderes machen als wir gegen die Ecopop. Es ist wichtig, dass wir etwas machen. Es ist wichtig, dass man sich mit diesen Argumenten auseinandersetzt und dort, wo man ist, die Auseinandersetzung sucht, dass möglichst viele Leute ein Nein in die Urne schmeißen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.